Weiter geht es mit Goodbye Deponia und wir haben momentan ein kleines Problem, da ich nicht wirklich weiß, wie ich weitermachen soll. Wir brauchen den Schraubenzieher, das ist klar, den Drittelschrauber. Mir ist aber auch noch ein Rätsel, wofür der Pelikan jetzt gut sein soll. Der schnappt nach uns. Der Pelikan lässt mich nicht in den Fischabfällen wühlen, aber stochert er selbst nur so halbherzig darin herum. Er hat doch gar keinen Appetit, das sehe ich doch. Fischabfälle, okay. Wir müssen den also irgendwie rauslocken. Der hat ja ein großes Maul. Irgendwie was reinstopfen? Das scheint ihm nicht zu konvenieren, was allerdings auch auf die Fischabfälle zutrifft. Zahnpasta. Die Pastete. Was allerdings. Das Salz. Mal gucken, ob es ihm zusagt, wenn ich ein bisschen nachwürze. Ja. Keine Ursache. Da ist ein Fisch drin auf jeden Fall. Zu spät. Der Pelikan hat alles leer gefressen. Bin ja auch selbst schuld. Verflucht sei mein kulinarisches Talent. Jetzt ist sein Maul offen. Das heißt, wir könnten theoretisch irgendwas jetzt anstopfen. Nochmal Salz probieren. Das ist weg. Toll. Den Fisch einfangen mit der Tasche. Ja! Damit könnte ich ihm das Maul stopfen. Aber wie soll ich dann jemals an den Fisch rankommen? Wir brauchen also was. Der Kleiderbügel, da könnte er noch durchfassen. So, du hast jetzt Pause, Schiedvogel. Yeah! Wieder guckt. Das kommt davon, Dummschnabel. Glitschig. Nee, noch einmal greife ich da bestimmt nicht rein. Meine Hand riecht jetzt noch nach Fisch. Nee, Moment. Das sind meine Füße. So viel Zeit muss sein. Das wird dem Großmaul eine Lehre sein. Der arme Pelikan, jetzt haben wir einen Fisch. Fische sind noch nutzloser als Väter, die ihren Söhnen Aquarien schenken. Obwohl diesen ein Affe viel mehr zusagen würde. Ja, ja. Was habe ich denn jetzt mit dem Fisch? Hä? Oh yeah. Mal gucken, ob ich ihn lecker zubereiten kann. Der bestand ja komplett aus Faulgasen. Jetzt sind nur noch die Schuppen übrig. Schuppen, aha. Hä? Na, großartig. Da hat man schon mal Schuppen und dann sind sie zu nichts zu gebrauchen. Außer, aber warum sind, vielleicht bei dem Guru, aber warum sollte das jetzt klappen? Die Läuse haben ja auch nicht geklappt. Schuppen in der Kapuze eines Kahlkopfs. Genial. Wenn es so etwas wie eine Auto-Ehe gäbe, würde ich mir noch heute einen Antrag machen. Und nun? Kann ich nochmal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es... Was treibt? Ich mach mich fertig. Die Welt geht ja nicht an... Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Vielleicht hast du recht. Ich... Ah. Igitt, was ist das denn? Ich habe Schuppen. Das ist eine Katastrophe. Und ich habe das ganze Hotel-Shampoo auf dem Schwarzmarkt gegen Zigaretten eingetauscht. Steh da nicht so rum. Tu was. Natürlich, dafür haben wir doch Shampoo. Ein Shampoo, meine Rettung. Raus mit dir. Ich muss duschen. Abgeschlossen. Paranoider Fatzke. Verdammt. Er ist jetzt in der Dusche. Was? Okay.
Ah, das Loch vom Gespenst. Ich bin der Größte. Oha, das Gespenst frönt der Spukerei. Da sollte ich lieber nicht stören. Ah, cool. Jetzt sind wir hier und können theoretisch das Leck auch stopfen. Um damit das Loch zu stopfen, müsste ich zunächst einmal die Löcher im Stoff stopfen. Damit? Damit würde ich nur alles noch schlimmer machen. Und das wäre nun wirklich nicht die feine, rufusische Art. Natürlich nicht. Die Zahncreme. Ich will das Rinnsal nicht mit Schaum markieren. Das war schon in A New Beginning dämlich. Haben die das auch gemacht? Hätte ich jetzt nur noch den Anzug, aber das wird nicht klappen. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Fuga, fuga, schalali. Die Ankunft des Zerstörers ist nah. Oh nah. Fuga, fuga, schalali. Fuga, fuga, schalala. Komm schon. Ja. Mr. Toffee. Ah, der Korkenzieher. Hey, so einen Korken könnte ich gut gebrauchen. Und du bleibst schön brav da drin, Mr. Toffee, okay? Mr. Toffee? Wo ist er denn? Weg ist er. Leeres Glas und ein Korken. Der Korken ist dafür da. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was uns das jetzt bringt. Gespenst, Freund, das wollte ich. Oh, was habe ich denn jetzt von dem leeren Glas? Also dieses Glas ist weder halb voll noch halb leer. Es ist komplett leer. Hey, Doc, du rätst niemals, was ich... Nicht jetzt, ich bin... Och, wenn immer bitte. Ich erzähle ihm lieber nicht von Mr. Toffee. Roso hasst Spinnen. Und erst recht kann er es nicht ausstehen, wenn man sie nachts mit seinen Nasenhaaren spielen lässt. Das ist doof. Jetzt haben wir ein Glas. Ob das mit der Toilettenspülung irgendwie was zu tun hat? Hier können wir ja nichts mehr machen, oder? Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Selten so gelacht. Wollen wir tauschen? Fisch gegen... Gut, dann eben nicht. Oh, das wäre zu eklig jetzt. Okay, ich hab's ja verstanden. Ich trage nur Dreck mit mir rum. Ja, okay. Okay, ich trage selten. Na nun, was ist denn da los? Eine Jungfrau in Nöten? Das klappt also nicht nochmal. Ist er jetzt fertig? Ja. Was ist denn das, Alter? Kann ich noch mal stören? Ja, das ist eine Sache, die dir offenbar sehr leicht fällt. Was treibst du da noch? Ich mach mich, die Welt geht ja nicht alle... Ich finde, du siehst gut genug aus. Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Vielleicht sollte ich mir doch noch mal die Augenbrauen zupfen. Wieso hat er auf immer Haare? Ach komm, nein. Oh, ich bin schon. Ich hab.
Was? Ich mach die Welt. Verstehe. Ach, die ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Solange er es nicht vermisst, ist es auch kein Diebstahl. Hey. Wie bringt uns jetzt das Glas weiter? Diese Kapuze hat uns bereits viel Freude bereitet, aber ihr Potenzial ist noch nicht erschöpft. Jetzt ist auf jeden Fall der Geist auch nicht mehr vor dem Fenster. Das... Wieso ist denn jetzt ganz weg? Ah, ich beginne zu verstehen. Es ist ein Spannbettlaken. Für ein Spannbettlaken ist es enttäuschend unspannend. Ich vermute mal, es liegt am ausgeleierten Gummi. Oberflächlich betrachtet unterscheiden sich diese Textilien kaum. Der Experte jedoch erkennt Abweichungen in den Symbolen auf dem eingenähten Etikett, offenbar eine antike Hieroglyphenschrift. Vielleicht kann ich damit den Roboter erschrecken? Oder den Doc. Hey, Doc! Nee, ich bin auch immer bitte. Warum zieht er holt sich noch die... Diesen Techno-Mum, mein eigener Auftrag ist viel wichtiger für ihr Wohlbefinden. Solange dieser Oppenbot an der Okay, das klappt also nicht. Spannbettlaken. Ah, na klar, hier. Entschuldigung, ich müsste auch mal an die Waschmaschine. Verdammt. Verdammt, ich dachte, ich kann das jetzt mit denen hier nutzen. Ganz schön groß. Dafür, dass es im ganzen Hotel kein einziges Stück saubere Wäsche gibt. Ich habe dreckige Wäsche zu waschen. Das haben wir alle, mein Junge. Aber deine Sekte blockiert die Wäscherei. Geduld, mein Freund. Das Ritual dauert nicht lange. Hey, sind wir genauso schlau wie vorher? Mit diesem Shampoo von Bosos Mama könnte man ein Vermögen verdienen. Ich behalte das mal im Hinterkopf, falls meine Karriere als Weltenretter scheitern sollte. Okay. Nennen wir das mal Plan Z und arbeiten uns langsam vor. Ach, schade. Solange er es nicht vermisst... Okay, nennen wir das... Denn nicht. Aber was hat uns das hier jetzt gebracht, dass wir den Wasser... Ach, na klar, wegen wahrscheinlich die Dusche. Aber hier ist jetzt auch nichts mehr drinne. Toll, jetzt können wir da reingucken. Das war's. Hallo? Mats Lilot. Zimmer... Oh, der Herr Inspektor schon wieder. Wie kann ich Ihnen helfen? Wann ist mein... Ich sterbe... Warten Sie damit bitte noch. Das Essen wird um Punkt 12 Uhr serviert. Ich rufe Sie dann an. 12 Uhr, alles klar. Haben Sie vielen Dank. Kein Problem. Kann ich damit was an der Kaffeemaschine machen?
Für die aktuelle Phase meines Plans brauche ich keinen Kaffee. Und praktischerweise gibt es hier keinen Kaffee. Zeit für die nächste Phase. Welche Lebensform hat Haare auf den Beinen und frisst ihren eigenen Ehegatten? Eine Mutter. Oh Mann. Solche Taschen sind doch nur was für Anfänger. Echte Profis tragen ihr Gedöns lose im Mantel. He, he, he. Irgendein Puzzlestück fehlt noch. Irgendeins. Hat das vielleicht jetzt doch noch mit dem Pelikan zu tun? Wer keine Zähne hat, der braucht auch keine Zahncreme. Aber apropos, ein Mundwasser wäre nicht übel. Ja, damit könnte ich ihm das Maul stopfen. Aber das hier ist deutlich lustiger. Okay, na gut, dann machen wir hier wieder ein Folgenpäuschen. Spitze bedanke mich. Bis dann.